Neulich in Carmen. Ich war auf einem Fotospaziergang. Ich benötige Bilder für die Umgebungsgestaltung des Bahnhofsdioramas. Nanu, ein Bauzaun? Ich traf Klaus und Peter, die schon seit Kindheitstagen in der Nähe des Bahnhofs wohnen. Früher gab es hier noch einen Gleisanschluss mit Güterschuppen. Ja, und das Kornhaus und die Silos. Von all dem ist nichts mehr übrig. Auch in dieser alten Werkstatt hier wird schon lange kein Hammer mehr geschwungen. Als Unterschlupf ist die olle Hütte aber noch ganz brauchbar. Und auch Wildcamper finden es hier urgemütlich. Zum Schutz vor Vandalismus hat man die Tore der alten Lagerhalle provisorisch zugenagelt, denn ansonsten ist das Ding noch ganz gut in Schuss. Aber überall auf dem Gelände liegen diese Fässer hier rum. Klaus und Peter haben berichtet, dass irgendwann die Feuerwehr inkognito hier angekommen ist, um bloß nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Aber das haben sie natürlich durchschaut. Tja, aber was in den Fässern war, weiß man bis heute nicht. Ich versuche mal, von der anderen Seite des Bahnsteigs einen Blick zu erhaschen. Oha, Fans! Tja, keine Werkstatt mehr da, keine Wildcamper, keine Fässer, kein Grün. Nur dieses Schild. Ein Reifeisenmarkt soll gebaut werden. Vielleicht haben Klaus, Peter und ich uns die Geschichte auch nur ausgedacht, um die Zeit bis zur Eröffnung zu verkürzen. Aber das würde mir ja sowieso keiner glauben.